Ich glaub's einfach nicht. Du rückst wirklich damit raus? Ach komm, man verrät seine Kontaktperson nicht jedem X-Beliebigen. Jedem X-Beliebigen? Ich bin deine Partnerin. Der Kerl ist ziemlich misstrauisch. Ich hab's ihm versprochen. Akzeptier's einfach, okay? Warum fahre ich dann überhaupt mit? Für den Notfall. Du wartest hier. Ich ruf dich, wenn was sein sollte. Klar, immer zu Diensten. Wo steckst du denn? Cole, hörst du mich? Was ist denn los? Hast du denn nicht eben die Explosion gehört? Ich habe gar nichts gehört. Die Verbindung war die ganze Zeit unterbrochen. Er ist in den Bauwagen gegangen. Alles ist in die Luft geflogen. Cameron, wo ist Cole? Er war drin. Ich konnte nichts tun. Er ist tot. Er patrouilliert durch die Straßen im Einsatz für die Gerechtigkeit. Seine Herkunft ist geheim. Seine Technologie ist aus dem 21. Jahrhundert. Seine Existenz wird offiziell geleugnet. Doch seine Präsenz ist unübersehbar. Die perfekte Waffe in einer unsicheren Zukunft. Viper. Man nimmt Abschied, erweist jemandem die letzte Ehre, aber das Schlimmste kommt erst noch. Der normale Alltag. Es ist ein Gefühl, als müsste er noch hier sein. Ja, ist er aber nicht. Nie wieder. Frankie, musst du immer so furchtbar deprimierend sein? Tut mir leid, aber Trauerfeiern wirken nun mal so auf mich, besonders wenn sie für einen Freund stattfinden. Alles in Ordnung mit dir, Cam? Du hast seit der Trauerfeier kein Wort gesagt. Also, irgendwas stimmt da nicht. Ich grüble schon seit Tagen darüber nach. Was glaubst du, stimmt nicht? Ich meine die Umstände in der Nacht, als Cole angeblich starb. Was heißt angeblich? Er traf sich mit einem Informanten, aber er wollte mir partout nichts über ihn sagen. Aber trotzdem wollte er, dass ich für den Notfall im Wagen bleibe. Ja, klingt merkwürdig. Außerdem hätte er laut Vorschrift mit euch in Verbindung bleiben müssen. Aber das war er nicht. Und man fand keinerlei identifizierbare Überreste. Ja, aber wenn Cole direkt im Zentrum der Explosion stand, ist das vollkommen normal. Guten Abend. Ich möchte Ihnen dreien das Mitgefühl des FBI aussprechen. Wir alle werden Agent Cole schmerzlich vermissen. Wie ich höre, haben Sie die Ermittlungsakte angefordert. Da Cole unser Kollege war, wollen wir selbst Nachforschungen anstellen. Und genau dieses enge Verhältnis ist der Grund, warum der Direktor darum gebeten hat, die Ermittlung ausschließlich der Metropol zu überlassen. Sie werden alles Beweismaterial, das Sie haben, sofort zurückgeben. Sie untersagen uns in diesem Fall weiter zu ermitteln? Ja, Detective, das stimmt. Die Rekrutierung eines neuen Fahrers für das Team könnte ein paar Wochen dauern. Ich bitte Sie, sich bis auf Weiteres in Bereitschaft zu halten.
Ach, eine Frage noch, Sir. Warum war bei der Trauerfeier heute kein Vertreter des Büros anwesend? Weil man dadurch eine Verbindung zwischen Agent Cole, dem Viper-Projekt und dem Büro herstellen könnte und das würde die gesamte Operation gefährden. Dennoch ist es üblich, dass jemand aus der Führung anwesend ist, wenn ein Officer in Ausübung seiner Pflicht gestorben ist. Detective Westlake, ich kann aus Sicherheitsgründen jetzt nicht mit Ihnen darüber weiter diskutieren, aber wir sprechen uns noch. Ende der Übertragung. Na schön. Denkt ihr jetzt immer noch, dass sie uns nichts verheimlichen? Natürlich verheimlicht er etwas. Er ist ein Bürokrat. Das ist quasi seine Aufgabe. Ja, und sie tun alles, um zu verhindern, dass wir etwas erfahren. Also ich denke mal, es gibt nichts, was nicht irgendwie zu erklären wäre. Das stimmt schon, aber wenn man das Puzzle zusammensetzt... Gibt es welche Schlussfolgerung? Dass Cole doch nicht gestorben ist? Ist das so weit hergeholt? Warte mal, Westlake. Ich würde ja genauso gern wie du glauben, dass er noch lebt. Aber wo zum Henker steckt er, wenn er nicht ums Leben gekommen ist? Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Vier fehlende Seiten, meine Herren. Von der Liste der Leute, die wir bezahlen. Auf ihnen standen Abgeordnete und örtliche Polizisten und detaillierte Angaben darüber, wie viel sie von uns bekommen haben. Weg! Wenn diese Liste dem FBI in die Hände fällt... Ist die ganze Operation in Gefahr. Talia, Ihrem Onkel wäre sowas nicht passiert. Es hätte unter jedem passieren können, John. Ich habe Sie nicht nach Ihrer Meinung gefragt. Joe Massey hatte seine Mitarbeiter unter Kontrolle. Jeder hatte Respekt und Angst vor ihm. Es ist mir egal, ob er ein Drogenkönig, Triadenführer in Shanghai oder Staatsanwalt war. Er war für alle immer der Boss. Aber vor seinem Tod übergab er das Unternehmen mir. Sie mögen zwar in diesem Unternehmen aufgewachsen sein, aber Sie leiten diesen Laden erst seit 6 Monaten. Sie brauchen Zeit. Die habe ich aber nicht. Also habe ich einen Klempner bestellt, der das Leck suchen soll. Talia, wir können diese Sache doch auch intern regeln. Nein, Noel. Das halte ich leider für ein bisschen zu optimistisch. Bitte schicken Sie Eddie rein. Sofort, Miss Massey. Eddie. Da ich annehme, dass Sie ihn nicht alle kennen, darf ich vorstellen, Eddie Morris. Ali, was würdest du als erstes machen, wenn einer deiner Bauwagen in die Luft geflogen wäre? Ich würde mich an die Versicherung wenden. Genau. Das ist von der Versicherung, die die Baustelle versichert hat. Der Eigentümer hat noch nicht mal mit ihr gesprochen. Und was schließen wir daraus? Dass man den Schaden vielleicht unter der Hand regelt und eine Absprache getroffen hat. Hör mal zu. Ich weiß, dass du fest daran glaubst, dass Cole nicht tot ist. Es ist über 3 Wochen her und Metropol hat keinen einzigen Verdächtigen. Und wir haben bisher auch keinen einzigen Anhaltspunkt. Noch nicht. Cam, akzeptier's doch. Cole ist bei der Explosion gestorben. Ich dachte, ich hätte das Problem mit der Lenkung gelöst, aber jetzt muss ich doch noch was ändern. Hauptsache, du kannst den Wagen fahren. Nee, wir werden bald einen neuen Fahrer kriegen und die Viper wird dann wieder zum Einsatz kommen. Und wenn's losgeht, muss sie in Topform sein oder ich muss dafür gerade stehen, Westlake. Findest du nicht, dass du es übertreibst? Nein, das finde ich nicht. Hast du eigentlich nichts Besseres zu tun? Hört auf, Streit ändert die Situation auch nicht, also beruhigt euch. Okay, du hast ja recht. Tut mir leid. Es war nicht so gemeint, wirklich nicht. Schon gut, ich auch nicht, vergessen wir es. Ich werde jetzt... mal für eine Weile verschwinden. Ich sehe hier eine Menge neuer Gesichter. Aber an John Lazenby hältst du immer noch fest. In 4 Jahren kann viel geschehen. Du hättest dir wohl nie träumen lassen, dass ich mal alles übernehme. Ich hatte damals auf dich gesetzt und würde es jetzt auch tun. Und?
Was hast du seitdem getrieben? Ich hatte viel in Washington D.C. zu tun. Ich habe nie verstanden, warum du weggegangen bist. Joe hat dir vertraut und ich hatte auch viel für dich übrig. Und ganz plötzlich bist du eines Tages weg. Ich hatte viel Respekt vor deinem Onkel, aber ich hielt nicht viel von seinem Führungsstil. Er war zwar als harter Kerl verschrien, aber er hat mich gelehrt, dass die Leute nur so zu einem aufschauen. Was hast du für mich? Worum du gebeten hast. Einen Namen. Noel Flynn, richtig? Und ich dachte schon, du hättest Lazenby für den Verräter gehalten. John tut sich zwar schwer mit ihm, aber ich vertraue ihm. So wie meinem Onkel. Was Flynn betrifft, habe ich schon seit längerem Bedenken. Und wie gewöhnlich lässt sich dein Instinkt nicht im Stich. Sein richtiger Name ist Kenneth Secord, ein Undercover-Agent vom FBI. Er ist auch der Kerl, der die Montoya-Familie in New York zu Fall gebracht hat. Und dieses Schwein ist schon seit über einem Jahr hier und klaut uns diese Liste. Woher hast du diese Daten? Wenn man längere Zeit in Washington lebt, dann braucht man seine Informanten. Du hast deinen Fuß in die Tür gestellt. Aber... Ich habe sie nicht aufgestoßen. Zumindest hast du meinen Verdacht gegen Flynn bestätigt und hast mir sogar Beweise geliefert. Wenn du willst, bezahle ich dich jetzt. Und du kannst wieder gehen. Du hattest da was angesprochen. Nämlich, dass du eine rechte Hand bräuchtest. Hältst du dich denn für qualifiziert? Sag mir, was du willst. Ich will Secord loswerden. Für alle Zeiten. Ist so gut wie erledigt. Sie haben doch damals die Pläne für diese Firma ausgearbeitet, als ich für Sie im Verteidigungsministerium gearbeitet habe. Tja, und jetzt steht der Marisac kurz davor, die Sicherheitsbranche zu revolutionieren. Wir bieten eine privatisierte Hightech-Polizei an. Das ist billiger und viel effektiver. Ich hätte Sie gern in meinem Team, Ellie. Ich brauche jemanden Ihres Kalibers als Entwicklungschefin. Sie bieten mir einen Job an? Interesse? Es schmeichelt mir, Louis, aber ich kann nicht. Ich bin an meinen augenblicklichen Job gebunden. Nehmen Sie doch Platz. Wollen wir doch mal sehen, ob dieses Gehaltsangebot nicht den Knoten löst. Wow! Und Sie haben sich da auch nicht mit dem Komma getäuscht? Ich bin überzeugt, dass Sie es wert sind, Ellie. Kann Ihr Spezialteam dasselbe behaupten? Ich denke darüber nach. Kann ich Sie morgen anrufen? Ja. Also morgen. Danke. Ich dachte, ich hätte den Fehler schon beim letzten Mal behoben. Stellst du etwa die Einspritzanlage schon wieder neu ein? Das Gemisch ist immer noch 6% zu fett. Wenn ich das jetzt nicht korrigiere... Frankie. Ja? Hast du schon mal über einen kleinen Urlaub nachgedacht? Mach einen Trip nach Florida zu den Daytona 500. Soll das vielleicht ein Scherz sein? Lässt deine Mutter ihr Kind im Stich? Dieser Wagen braucht mich doch jetzt mehr als je zuvor. Ich mache mir langsam Sorgen um Frankie. Das ist eben seine Art, mit der Trauer fertig zu werden. Ja, so wie ich beweisen will, dass Cole nicht gestorben ist. Fängst du schon wieder an? Du hast vielleicht recht. Vielleicht sollte ich es einfach akzeptieren und nach vorne schauen. Und du, wie gehst du damit um? Ich versuche einfach, mich zu beschäftigen. Jetzt gerade überschlage ich zum Beispiel mein Einkommen für die nächsten 20 Jahre. Keine schöne Aussicht. Wie kommst du denn auf die Idee? Ein Jobangebot. Ein Job? Oh, du hast doch nicht vor, uns zu verlassen. Louis Kelsey hat mir heute ein Angebot gemacht. Ein sehr lukratives Angebot. Wie lukrativ? Wow. So habe ich auch reagiert. Und, gehst du darauf ein? Ich weiß es nicht. Es ist nicht nur wegen des Geldes, sondern auch wegen all der anderen Dinge, die sich hier verändern. Cole ist nicht mehr da. Und egal, wer nach ihm kommt, es wird nie mehr so sein, wie es mal war. Ja, ich weiß. Was würdest du tun? Kann ich nicht sagen. Einem Kopf wird selten so viel Geld angeboten. Jedenfalls kein sauberes. Ich lass dich nur ungern gehen, aber ich würde wahrscheinlich annehmen. Schön, dass du wieder da bist.
Ich dachte schon, du wärst ausgestiegen. Ich hab mal dran gedacht, aber dann bin ich doch dabei geblieben. Das ist nun mal mein Leben. Ich hab mir das nie überlegt. Es gibt doch nichts Schöneres, als jemanden umzulegen, der einen reinlegen wollte. Also los. Wo ist die Liste? Sind Sie verrückt? Ich hab sie nicht. Verarschen Sie uns nicht, Seacord! Seacord? Ich heiß nicht Seacord. Wenn Sie uns zum Narren halten wollen, erschieße ich Sie gleich. Wenn Sie kooperieren, werde ich Sie am Leben lassen. Sie werden mich doch sowieso umbringen. Mich interessiert nur die Liste. Ich töte keinen FBI-Agenten. Aber wenn Sie die Liste nicht rausrücken, sind Sie tot. Okay, ich hab die Liste. Wer hat sie noch gesehen? Niemand. Seit wann haben Sie sie? Ich habe genug gesagt. Sie hat sie was gefragt. Ich erhielt die Liste über die geleisteten Zahlungen gestern Morgen. Da habe ich die 4 Seiten entwendet. Ich dachte, dass das die nächsten Tage niemand auffallen würde. Ich wollte die Liste nach Washington bringen. Er lügt. Sobald wir die Liste haben, bist du aus dem Schneider. Ohne die Unterlagen kann dir das FBI nichts nachweisen. Also her mit der Liste. Ich hab sie hier. Geben Sie her. Hier. Waffe fallen lassen! Wird's bald! Ich blaste den Schädel weg! Mach schon, Eddie. Nein, Talia. Was haben Sie denn da angeheuert? Er wird nicht schießen. Nein? Den Mumm hat er nicht. Los, gehen wir. Sie sind verhaftet. Ich werde die Liste nach Washington bringen. Sie schnapp ich mir auch noch. Das hast du verdammt gut gemacht, Talia. Wir sind ein klasse Team, was? Ich brauche noch die Liste. Ich komme gleich. Ich ziehe mir nur was Trockenes an. Wie lange hatte Seacord denn schon Zugang zu den Unterlagen? Offiziell gar nicht. Aber er hatte seit mindestens einem Monat Gelegenheit dazu. Glaubst du, es war die Wahrheit, dass die Liste sonst noch keiner gesehen hat? Wenn das FBI sie gelesen hätte, würdest du schon längst unter Anklage stehen.
Aber ich werde morgen noch mal alles durchgehen. Ich will sicher sein, dass er nicht doch was gemeldet hat. Du hast dich heute Abend sehr professionell verhalten, Eddie. Hab ich das Vorsprechen bestanden? Ehrlich gesagt, ist diese Prüfung noch nicht ganz zu Ende. Ich habe schon vor 4 Jahren darauf gewartet. Und ich hatte gedacht, du auch. Aber dann bist du einfach verschwunden. Ich habe meine Grundsätze. Ich vermische nie Geschäft und Vergnügen. So. Bei mir ist das komplett anders. Ich finde, dass das ganz hervorragend zusammenpasst. Meinst du, dass wir gut zusammenpassen? Ich bin überzeugt. Ist diese Regelung nicht besser? Oder soll ich dir lieber das Geld in den Mantel stecken und dich wegschicken? Bezahl mich lieber. Du kleiner Bastard. Ich bin hier, weil ich für dich arbeite. Ich lasse mich nicht mit meinem Arbeitgeber ein. Wenn du heute Nacht nach Hause gehst, wirst du dir wünschen, dass du es getan hättest. Ja, vermutlich. Aber ich werde den Anblick nie vergessen, Talia. Diesen Anblick. Niemals. Nur aus Neugier, Eddie. Was hätte ich bieten müssen? Um mit mir zu schlafen? Ja. Eine gleichberechtigte Partnerschaft. Sei realistisch. Komm morgen früh um 9 hierher. Wir haben eine Menge zu tun. Und jetzt raus. Geht klar, Boss. Sie sind hervorragend ausgerüstet. Was ich bis jetzt gesehen habe, hat mich sehr beeindruckt. Gut. So, und jetzt kommen wir in die Zentrale. Von diesen Räumen aus koordinieren wir die Pilotstädte. So sieht es in jedem der Räume aus. Hier können wir Ihnen den Service, den wir anbieten, demonstrieren. Mit unserem Sicherheitspaket können wir 6 Blocks im Karree abdecken. Überwachungskameras, die die Straßen kontrollieren. Computer, die mit der Polizei und den Notrufkommunikationssystemen verbunden sind. Ellie, bis jetzt hat unser Pilotprogramm zu einem Kriminalitätsrückgang von 42% geführt. Und die Verhaftungsrate ist in den Gebieten um 22% gestiegen. Und als Leiterin der Entwicklung wäre ich für die neue Technologie zuständig? Wenn Sie die Stelle übernehmen würden, wäre das für uns ein echter Coup. Könnten Sie mir das näher ranholen? Ich möchte sehen, wer in den Wagen steigt. Natürlich. Welche Stadt ist das? Bay City. Wieso? Gibt's ein Problem? Werden diese Daten gespeichert? Ja, auf DVD. Ich brauche eine Kopie von der Disk. Tim, würden Sie bitte für Dr. Farrow die Disk kopieren? Ja. Sie wissen sicher, dass wir uns in einer rechtlichen Grauzone bewegen, wenn wir Ihnen das Material übergeben. Mein Team für Spezialaufträge gehört zur Metropol. Im Grunde genommen bin ich also auch ein Cop. Danke. Und vielen Dank auch für den Rundgang. Ich fand's großartig. Was ist mit dem Job? Ich werde Sie anrufen. Harry Wiechowski. Er hat über 500.000 in den letzten 2 Jahren erhalten. Wiechowski ist Zollbezirksleiter an der Ostküste. Er ist verantwortlich für die Abwicklung unserer Fracht nach Europa und Afrika. Clark Bean in Washington? Ist er nicht im Justizministerium? Ich habe heute Morgen mit ihm gesprochen. Wir müssen ihm nochmal 20.000 zahlen. Dafür wird er die ganzen Seacott-Ermittlungen unter den Tisch kehren. Wo sie auch hingehören. Eddie, wir werden demnächst Metro City einen Besuch abstatten. Wozu? Es geht um was Großes und ich will, dass du die Sache durchführst. Und worum geht's? Das wirst du früh genug erfahren. Das muss unsere Kontaktperson in Metro sein, Cameron Westlake. Über 180.000 in den vergangenen 2 Jahren. Nicht übel für einen schlecht bezahlten Detective.
Hoffentlich ist es wert. Sie. Und sie ist es. Schließ ab, wenn du gehst. Oh mein Gott. Du sagst es. Ich konnte es selbst nicht glauben. Cole lebt? Wo ist er? In Bay City. Aber vielleicht ist das gar nicht Cole. Frankie, sieh ihn dir an, bitte. Vielleicht hat er einen Zwillingsbruder. Ja, klar, der böse Zwilling. Die Frau, die ihn begleitet, ist Talia Massey. Moment mal, ist ihr Onkel nicht Joseph Massey? Genau der. Als ich noch im Dezernat war, war ich in der Abteilung für organisiertes Verbrechen. Die Masseys machten sich damals hier breit und Talia war für Glücksspiel zuständig. Starb ihr Onkel nicht letztes Jahr? Ja, und seitdem leitet Talia die Organisation. Was wurde aus der Abteilung? Ist mysteriöserweise aufgelöst worden. Ellie, such mir den nächsten Flug nach Bay City raus und reservier gleich. Ich habe ihn gefunden. Er ist eben mit ihr vorgefahren. Ich habe mir inzwischen endlich Zugang zu Coles geheimer persönlicher Datei verschaffen können. Anscheinend hatte er schon früher mal mit Massey zu tun gehabt. Wie hast du das rausgefunden? Es gibt eine Lücke von 6 Monaten in seiner Vita. Das habe ich in einer geheimen Datei gefunden. Vor 4 Jahren wurde Cole bei einer Undercover-Operation in die Massey-Organisation eingeschleust. Der Bericht ist sehr vage, aber nach dem, was ich ihm entnehmen kann, war er kurz davor, sie hochgehen zu lassen. Was ist dann passiert? Ich weiß nicht genau, aber anscheinend stieg er aus, weil er kurz davor war, enttarnt zu werden. Wenn er schon mal mit ihnen zu tun gehabt hat, ist das jetzt vielleicht wieder so ein Einsatz. Glaubst du, das ist eine Undercover-Operation? Wäre möglich, ich meine... Warum sollte er sonst seinen eigenen Tod inszenieren? Ich weiß es nicht. Hör mal, Ellie. Ich will's ja nicht hoffen. Was? Keine Ahnung. Vielleicht gehört er zu ihnen. Die Prachka wird morgen um 3:45 in Metro andocken. Sie hat 25 Kilo einer neuen Droge namens Frenzy an Bord. Und was heißt das etwa in Dollar? Ihre euphorisch und süchtig machenden Eigenschaften sollten uns problemlos einen soliden Absatzmarkt verschaffen. Nach meinen Berechnungen dürften wir damit im ersten halben Jahr einen Gewinn von 80 Millionen Dollar und das netto machen. 80 Millionen Dollar? Was ist das für ein Zeug? Die Russen experimentierten mit Frenzy an ihren Soldaten. Sie sollten sich unbesiegbar fühlen. Es hat auch geklappt. Doch nachdem sie es genommen hatten... waren sie abhängig. Tja, und das Letzte, was die Russen gebrauchen konnten, war eine Armee von Drogenabhängigen. Aber hier in den Staaten gehören Junkies zu unserem festen Kundenstamm. Ich werde morgen runterfliegen, um die Operation zu überwachen. Stornieren Sie Ihre Reservierung, John. Was? Eddie wird die Operation überwachen. Sie trauen diesem Burschen mehr als mir? John! Es gibt nichts Erbärmlicheres als einen alten Mann, der nicht weiß, wann es Zeit ist, abzutreten. Ich frage mich immer noch, warum Joe Ihnen und nicht mir die Firma übergeben hat. Ich sag Ihnen warum. Weil er wollte, dass jemand mit Weitsicht den Laden leitet. Und kein antiquierter Straßenganove. Das würde Ihnen so passen, dass ich mich zurückziehe. Aber wir beide wissen, dass Joe mir ein Gehalt auf Lebenszeit garantiert hat. Richtig. Das hat er zugesagt. Und ich habe nicht vor, dieses Agreement zu ändern. Schön, dass Sie das sagen. Schaff den raus. Möchte noch jemand eine Gehaltsgarantie? Komm, Eddie, wir gehen. Wir fliegen morgen früh nach Metro City. Talia, du hast eben einen Mann erschossen, den du seit deiner Kindheit kanntest. Ja. Merk dir das.
dafür, dass du uns hast trauern lassen. Was machst du hier? Ich stell die Fragen, klar? Das hier hat nichts mit euch zu tun. Ich will antworten. Ich kann dir keine geben, jedenfalls nicht jetzt und schon gar nicht hier. Na schön. Dann tu, was du am besten kannst. Steig ein und fahr los. Darf ich jetzt was sagen? Ja, wir sind ja nicht mehr im Wagen. Ich will nicht, dass jemand mithört. Ich kann dich beruhigen. Das ist eine ganz normale Viper. Sie hat weder Waffen, noch ist sie mit Mikrofonen bestückt. Also, woher wusstest du, wo ich bin? Das war nicht schwer, wenn du mit Talia Messi in Bay City spazieren fährst. Was zum Teufel ist los, Cole? Ich bin mir sicher, dass dir hier um einiges mehr gezahlt wird als beim Viper-Projekt. Ganz zu schweigen von den Extrabelohnungen. Ich mach das nicht wegen des Geldes oder der Extrabelohnungen. Ich kann nur hoffen, dass die Gründe die Hölle wert sind, die wir durchgemacht haben. Es ließ sich nicht anders machen, Cameron. Wieso? Du musst mir einfach vertrauen. Ich hab dir vertraut. Jetzt weiß ich es nicht. Du hast die Kanone. Wenn du mich für einen Überläufer hältst, verhafte mich. Na komm. Zieh Leine. Willst du mit zurückfahren? Los, hau ab! Wann geht der Flug? Firmenflugzeug. Das fliegt, wann wir wollen. Wir trennen uns, sobald wir in Metro sind. Du triffst dich mit der dortigen Kontaktperson, die dafür sorgen wird, dass uns keine Bullen dazwischen funken. Wann und wo treffen wir uns? Da drin sind alle Informationen. Wir beide treffen uns um 4:15 an Pier 21. Augenblick mal. Ich dachte, dass unser Kontakt in Metro eine gewisse Westlake ist. Wer ist Lawrence Mott? Mott ist der Polizeipräsident. Aber es stand auch Westlake auf der Liste. Mott hat ihren Namen nur auf ein Geheimkonto gesetzt. Dann hat sie gar nichts mit euch zu schaffen? Vielleicht hat Mott irgendetwas gegen sie. Vielleicht hat er aber auch nur die Augen zugemacht und irgendeinen Namen rausgepickt. Jedenfalls wird wohl ihr Kopf rollen, wenn das Konto auffliegt. Stimmt etwas nicht? Nein. Francie wird für uns ein großartiges Geschäft werden. Durch den exklusiven Vertrieb einer Modedroge können wir neue Dimensionen vorstoßen. Eddie, ich möchte dich an meiner Seite haben, wenn's losgeht. Ich hab noch nicht mal... Ja, ich verstehe Sie, ja, aber wir haben gerade viel zu tun hier. Das ist sehr großzügig von Ihnen, Louis, aber mein Zögern hat wirklich nichts mit dem Gehalt zu tun. Gut, dann bis morgen früh. Danke, auf Wiederhören. Er erhöht nochmal um 20%. Ich soll ihm bis morgen Bescheid geben. Warum zögerst du noch? Wenn das hier weiter so verrückt zugeht, verlieren wir vielleicht alle unseren Job. Also eins kann ich ohne rot zu werden behaupten. Die Viper ist jetzt in einem geradezu unverschämt guten Zustand, um nicht zu sagen, absolut optimal. Das höre ich gern, Frankie. Dann wird's Zeit für einen Einsatz. Cole? Was machst du denn hier? Euch einweihen, Leute. Wird auch langsam Zeit. Ein paar Tage vor der Explosion erhielt ich einen Anruf vom Direktor. Das FBI hatte einen Agenten bei Messi eingeschleust. Dieser Mann hat eine Bestechungsliste entdeckt. Auf ihr stehen Beamte, die sich für Hunderttausende haben schmieren lassen. Dein Name steht auch drauf. Was? Aber das kann nicht sein. Hattest du jemals Streit mit Chief Mott? Nicht persönlich. Aber als sie noch Streife ging, entdeckte mein Vater, dass er die Hand aufhält. Aber letztlich stand sein Wort gegen das von Mott. Er hält immer noch die Hand auf.
Und sein Schmiergeldkonto läuft auf deinen Namen. Als das FBI das herausfand, wollten sie dich sofort aus dem Verkehr ziehen. Was hielt sie davon ab? Ich. Ich habe ihnen geraten, damit zu warten, bis ich rausgefunden habe, was wirklich dran ist. Woher warst du dir so sicher, dass es sich bei meinem Namen um einen Komplott handeln muss? Cole? Ich war mir zu 99% sicher, dass da nichts dran ist. 99. Was hast du dir gedacht, Cam, als du mich mit Talia Messi gesehen hast? Damit trifft er den Nagel auf den Kopf. Da ich die inneren Strukturen der Organisation schon kannte, hat man mich schnell eingeschleust, um die Wahrheit rauszufinden. Aber ich durfte euch nichts davon sagen. Und das ließ ich für uns nur geheim halten, indem du deinen Tod inszenierst? Hätte ich vielleicht sagen sollen, dass ich auf Tahiti Urlaub mache? Das hättet ihr mir nie geglaubt. Danke. Du würdest für mich dasselbe tun. Was war das vorhin für ein Spruch, von wegen, es wäre Zeit für einen Einsatz? Das FBI braucht noch Beweise gegen Chief Mott. Er ist immer noch für die Messis tätig. Er soll Metropol daran hindern, eine Drogenlieferung... Ja? Eddie, das Schiff kommt eine Stunde eher. Es legt in etwa 10 Minuten am Pier an. Ich komme gleich hin. Wesley, komm in 15 Minuten mit dem Defender zum Pier 21. Eine Drogenlieferung? Wir bringen das zu Ende, was ich vor Jahren eingeleitet habe. Die Zerschlagung der Messeorganisation. Soll ich mitkommen, Cole? Du fährst. Gut. Gut. Schmeiß die Leine dann. Komm schon, nach. Hat mit Mott alles geklappt? Im Umkreis von 5 Meilen ist kein Polizist zu sehen. Reynolds ist schon da. Okay, wir sind gleich da. Mach ihn bereit. Ich darf den Knopf drücken? Wenn du nicht willst, mach ich es. Schlag dir das aus dem Kopf, Ellie, klar? Finger weg, das ist mein Augenblick. Das vereinbarte Geld, Captain Spassky. Ja, sehr gut. Dann werden wir mal die Fracht löschen. Los, macht schon, beeilt euch! Was soll das denn? Hier spricht die Polizei! Lassen Sie die Waffen fallen und nehmen Sie die Hände hoch. Das kann doch bloß ein Scherz sein. Ich fürchte, das ist keiner. Eddie? Westlake, die Kabinentür. Die schießen gleich auf Cole. Sie fest! Helft ihr der Polizei? Ich verfolge das Boot. Hände auf den Rücken! Ich bitte Sie, was soll das? Lassen Sie mich in Ruhe. Woher kam die Verstärkung, Ellie? Bei Metropol ging niemand ran, also rief ich das FBI an. Gut gemacht, Ellie. Jetzt oder nie.
Es ist aus, Talia. Nehmt sie mit, Männer! Gut gemacht, Cole. Hallo, wie geht's Ihrer Nase? Sie bleibt noch ein paar Wochen bandagiert. Bei so einem Fang wie Talia ist das doch leicht zu verschmerzen. Sie haben leicht reden. Ist nicht Ihre Nase. Sigurd! Du blöder Bastard! Ich hätte dich zu einem gleichberechtigten Partner gemacht. Ich behalte dich doch lieber so, wie du vor mir stehst, in Erinnerung. Wie inzwischen bestätigt wurde, ist der Polizeipräsident von Metro City, Lawrence Mott, vor wenigen Augenblicken verhaftet worden. Offenbar war er in einen landesweiten Korruptionsskandal verwickelt. Mr. Mott, was sagen Sie zu diesen Anschuldigungen? Diese Anschuldigungen sind von vorne bis hinten erlogen. Ich habe gerade verpasst, wie Chief Mott unter Beteuerung seiner Unschuld abgeführt wurde. Er protestiert wahrscheinlich noch die nächsten 30 Jahre. Sag mal, Ellie, ich habe gehört, du willst unseren Haufen verlassen. Üble Gerüchte, glaub kein Wort davon. Hast du dich entschieden? Ich bleib hier. Sehr gut. Hey, das Team ist wieder vereint. Da bin ich aber froh. Allerdings gibt es da eine Sache, über die ich mir nicht ganz klar bin. Die wäre? Du und Talia Massey, was lief da eigentlich? Ich bitte dich, muss ich jetzt wirklich davon erzählen? Ja, natürlich, wir haben euch gesehen. Ihr habt was gesehen? Ihr habt ein schönes Bild abgegeben. Also, ich will's mal so formulieren. Manchmal ist ein Officer im Zuge seiner Ermittlungen gezwungen, sozusagen gewisse Opfer zu bringen. Wollt ihr noch mehr wissen? Warum werd ich nie zu sowas gezwungen? An die Arbeit!